Die Heizung eines Hauses muss wie ein Maßanzug zum Gebäude passen. Wenn Sie also überlegen, die Heizung zu erneuern, bitte prüfen Sie, ob Sie nicht auch das Gebäude sanieren, sprich wärmedämmen. Denn das gilt das Motto, die Heizung soll so groß als notwendig, aber auch so klein als möglich sein. Neben dem Tausch des Kessels, was immer aus es wird, sollten Sie unbedingt das Heizsystem optimieren, sprich einen hydraulischen Abgleich durchführen, die Heizungspumpe wechseln auf eine Hocheffizienzpumpe und auch danach trachten, die Vorlauftemperaturen zu senken. Man sollte sich schon rechtzeitig Gedanken machen, wie das persönliche Heizsystem in Zukunft ausschauen soll. Mit diesen Gedanken spielt sich auch Familie Flasche aus Wagrein im Pongau. Und das aus gutem Grund. Denn sollte sich die alte Ölheizung aus welchem Grund auch immer verabschieden, dann sollte man zumindest wissen, wie es weitergeht. Naja, der Wunschgedanke war immer schon eine sehr einfache Heizung. Also eine Heizung, wo ich nicht wirklich jeden Tag schauen muss, ob es funktioniert, sondern der Vorteil der Ölheizung war eben, dass ich es einfach laufen lasse. Und diesen Gedanken möchte ich auch in die Zukunft mittragen. Aber mir ist besonders wichtig, dass er in gewisser Weise ökologisch ist und vor allem, wenn die bestehende Heizung defekt wird, was mache ich dann? Ich bin darauf gekommen, dass ich in die Medien erfahren habe, dass die Salzburg, in Salzburg generell, aber nicht nur in Salzburg, auch in Österreich, das aus der Ölheizung quasi bevorsteht und dass das auch bestehende Anlagen trifft. Und da bin ich eben hellhörig geworden, weil ich doch fürchte, dass in der nächsten Zeit einmal eine Reparatur ansteht. Und was mache ich dann? So, da ist unser Heizkesselraum. Rechts der Brenner, der ja, irgendwann wahrscheinlich bald einmal seinen Geist aufgeben wird. Mit der gesamten Anlage, die Wasseraufbereitung, ja, habe ich zweimal. Einmal auch mit Solar unterstützt, das am Dach ist. Mhm. Und einmal habe ich noch eine Brauchwasseranlage für die Regenwassernutzung, Gießwasser etc. Das ist der Umweltgedanke gewesen im Jahr 1997. Und das ist mittlerweile auch schon 23 Jahre her. Also, rechtzeitig drauf schauen, wie man handeln kann, ist das Gebot der Stunde. Einerseits würde in Wagrein die Fernwärme in Frage kommen, man spielt sich hier aber auch mit anderen Gedanken. Tiefenbohrung wäre für mich sehr interessanter, weil ich glaube, dass das eine sehr günstige Form ist der Heizung und sehr umweltschonend ist. Und das dritte, eigentlich das letzte und vielleicht nicht wirklich so für mich die Variante ist die Pelletsheizung, weil da höre ich immer wieder, dass man sehr viel auch dazu beitragen muss, dass das läuft und so weiter. Neben dem Tausch des Heizkessels, der Heizzentrale, ist auch wichtig, das Heizsystem im Haus zu optimieren. Schlagworte wie hydraulischer Abgleich, wie hocheffiziente Heizungspumpen, wie Senkung der Vorlauftemperatur sind hier ein Thema und gehören zeitgemäß umgesetzt. Auch private Haushalte achten also immer mehr auf die Umwelt. Und aus diesem Grund gibt es einen World Changer Daumen hoch von unserer Seite. Klimaschutz bedeutet also, sich von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen und somit auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Den Strom, der zum Beispiel für den Betrieb einer Wärmepumpe benötigt wird, stellt die Salzburg AG zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen zur Verfügung. Und somit passt wieder alles wunderbar zusammen.